Hallo zu der ersten Folge von Galactic Science Teil 2 oder wie auch immer. Es gibt einen Teil 1 logischerweise oder eine erste Version und das ist Galactic Teil 2.2. Und ja, fangen wir an. Singleplayer. Ich habe schon eine Testwelt gebaut, aber Create vom Template. Dann sucht man sich die Welt aus. Die ist von Caitlin. Und nennen wir die erstmal Let's Play. Und Create New World. Und man findet ein paar Sachen, die man vielleicht ersetzen sollte oder so. Anders. Ja, was ist es? Es ist ein neues Modpack. Und wir sind mal wieder gelandet. Irgendwie mit einem Crash auf einem von den Planeten, den Mond. Ist eine 1.7.10-Version. Und ja, hier hinten ist anscheinend unser Raumschiff oder so. Keine Ahnung. Warning sign. Cryogenic freeze in progress. Okay. Moonturf, beziehungsweise es müsste Pyrosium sein, wie das aussieht. Und hier hinten ist Solid Cryotheum. Da haben wir auch Schnee. Und hier ist eine Power Chest von Galactica of Core. Und wir haben Open Computers, brauchen wir nicht wirklich. Und ein Questbook. Und EMC. Equivalent Exchange. Die Quests. Select your mode here. Es gibt Potato Mode, Normal Mode und Chat Mode. Ich würde mal sagen Normal. Perfect for some grind and service. Checkbox Task. Oder machen wir Potato Mode. Ist für die einfachen. Und der Chat Mode. Da fehlt das A. Deswegen ist das nicht der Cheat Mode. Man sollte Schule und Job aufgeben, bevor man hiermit dann anfängt. Ich würde sagen, wir machen den Normal Mode. Müssen die Checkbox machen. Detect sie mit. Claim. Und damit setzt im Endeffekt den FTP Mode 2. Und damit haben wir jetzt den Normal Mode. Quest complete. Normal Mode. Ja. Und schauen wir mal weiter mit dann zurück. Und wir fangen mit Moontrans an. Und Gather Remains. Potato, Jetpack, Crescent Hammer. Und dafür bekommen wir Snow, also Schnee. Gucken wir mal, was in der Kiste ist. Ein Crescent Hammer. Und ein Jetpack. Cool. Wird auch erkannt. Es fehlt uns nur noch eine Potato. Gucken wir uns mal unser neues zukünftiges Domizil an. Auf der linken Seite habt ihr Temperatur, bin ich der Meinung, und Sauerstoff. Hier vorne sind zwar Turrets, die ein bisschen Strom kriegen. Und hier ist eine Garagentor und dann sind wir hier drin. Ein Stargate Ring Block, Foundry mit Magma Crucible, Snakestone. Hier unten sind Lampen. Hier vorne sind keine Lampen drin, ist dunkel mit dem Assembly Table. Oh, das ist eine Kartoffel. Potato. Quest complete, Gather Remains. Dafür kriegen wir Snow und dann. Damit machen sich andere Möglichkeiten auf. Hier ist Analyzing Labs. Wir haben ein Autosieve. Schon mal sehr schön. Das ist unsere Cryogenic Chamber. Unser Bett im Endeffekt. Ne? Weil im Weltraum gibt es ja keine Betten auf dem Mond und so. Photogenic Insulator. Da haben wir ein bisschen Phytogo drin. Unten agieren die Laser, wie man hört. Wir haben Magma Crucible. Wir haben ein Gas Liquefier. Wir haben Oxygen Storage Modul. Und dann gehen wir rüber in den anderen Raum. Das war Life Support. In Operations. Und hier haben wir einen Oxygen Compressor mit einem vollen Tank.
Den lassen wir erstmal drin. Ah, Oxygen Bubble Distributor. Da kann man ein- und ausmachen. Der zeigt einen dann an. Erzeugt im Endeffekt eine Sauerstoffumgebung, aber ihr braucht halt Strom und Sauerstoff. Machen wir jetzt mal weg. Dann haben wir einen Energy Acceptor und Applied Energy 662 mit coolen Drive Fixtures von Exacells 2. Die sind nicht so groß wie die normalen. Und da ist einmal Fluid Storage drin und einmal ME Storage, normales und Fluid, aber Wasser. Und könnte man rausholen, wenn man einen hätten, haben wir nicht. Wir haben ein Crafting Terminal mit verschiedenen Sachen. Und in die Oxygen Pipe rein tun. Ah, wir haben eine Interface Terminal, wir haben noch keine Interfaces und ein Pattern Terminal. Wir haben aber keine Patterns. Ja, das ist die Basis auf der Ebene. Nach oben vielleicht mal. Jo. Eine Turret Base, hier sind also auch wieder Laser Turrets anscheinend. Und hier haben wir Solar Panels mit Nummer 4. 6 von Solar Flux. Nummer 6 erzeugt 4000. Okay. RF-Boutique anscheinend. Das sollte eigentlich am Anfang erstmal reichen. Ne? Und wieder Floodlights, um das zu beleuchten. Und eine Etage tiefer haben wir einen großen leeren Raum. Mit Mobs. Zwei Kennec, Evolution Energy Cell, Energy Core, Tier 2 mit nix drin. Okay. Und hier ist ein bisschen was drin und da ist halt. Okay. Jo. Und dann halt hier ist dunkel. Bräuchten wir vielleicht ein paar Lampen. Auf der anderen Seite kriegen wir so Mob Drops. Ist halt die Frage, ob wir. Oh, das ist noch was. Ob wir aber die Energie hinkriegen, weil, wenn wir nachher runterkommen, da steht direkt ein Creeper neben uns, dann sind wir doof. Sehen wir doof aus. Aber. Hier, Magma Rods, Blaze Rods sind auch nicht schlecht. Können wir den Creeper noch rangelocken? Hm? Ah, da hinten. Oh, da kommt der Creeper. Oh! So viel zum Thema Creepers. Da gibt's schon ganz schön viele, oder? Hallo? Kuckuck. Okay. Hauen wir mal ab. So. Ja, Quests. Den haben wir. Machen für. Remember to keep breathing. Wir brauchen 5 Snow. Und man soll damit irgendwas machen mit dem Snow, mit dem Schnee. Also nehmen wir mal 5 Schnee. Und schauen uns mal die Usage an mit U, wie man es benutzen kann. Man kann daraus einen Zero Ring machen von Projekt I. Okay. Schnee. Also ja. Schnee. Soft Block Mold von Foundry. Okay. Ich habe keine Ahnung, welche Monster es da jetzt sind. Oder was man sonst macht. Man kann Schneebälle rausbekommen. Eis. Man kann es zu Sauerstoff machen. Ah, okay. Also so ein Block zu einer unbekannten Menge Sauerstoff. Cloud Seed, brauchen wir nicht. Schmelzen, Wasser, okay. Ich meine, das ist der Crucible für Wasser. Im Chemical Decomposer Wasser. Und das war's. Okay, machen wir es mal. Detect. Und dann erkennt er das nicht, komischerweise. Dann macht er Claim. Jetzt haben wir das gemacht.
Jetzt haben wir 10 Block mehr. Hier hinten war der Magma Crucible, der Gas Liquefier, Oxygen Storage und dann da hinten unser Storage Ladder. Also packen wir nochmal 5 Stück da rein. Um ein bisschen was zu kriegen. Wir müssen noch mal essen. Und können dann mal hier jetzt den Tag rausholen. Und dann mit dem mal tauschen. Dann können wir den da reinpacken. Der sollte dann ja mal aufladen. So. Dann. Farm in the Box. Ein Fluid Tank. Wir brauchen Wasser. Fluid Tank hatten wir hier. Wir kriegen Pytorrho und ein Oak Sapling. Okay. I call Timber. Wir brauchen 10 Wood. So, wenn man sich PyTorgo anschaut mit U, dann wird man sehen, dass es ein Phytogenic Insulator aus PyTorgo mit Vines, zum Beispiel 2 Vines bekommt. Eine Potato, 3 Potatoes. Und ein Oak Sapling, Oak Wood und 150% Chance von einem Sapling. Der ist hier. Wir brauchen dafür aber Wasser. So, wie kommen wir an Wasser dran? Das ist jetzt eine Frage, die wir beantworten müssen. Also wenn wir auf Wasser schauen, Magma Crucible können wir aus Eiswasser machen und aus Schnee, und zwar Schnee-Dingesbums. Ups, na, hier raus. Hier hinten war ein Crafting Table. Da haben wir mal, ups, ne, 60 Snow wollte ich eigentlich nicht haben, aber okay. Das berühmte Shift-Klicken. Und hier hinten hatten wir einen Magma Crucible. Packen wir mal rein, kriegen wir ganz schnell Wasser. Und wir haben unseren Fluid Tank. Da kriegen wir auch ganz schnell Wasser. Dann weiter. Damit haben wir jetzt hier auch Wasser und der arbeitet. Okay. Gut. Brauchen wir jetzt 10 Stück. Was haben wir sonst noch? Hammer Time. Moon Turf. Okay. Packen wir den mal da rein. Moon Turf kriegen wir von draußen, logischerweise. Also, ihr merkt, dieses Questbuch ist zwar in Englisch, aber recht gut. Moon Turf. Ich glaube, wir hatten da einen Magneten, ne? Geht das hier mit Schnittern? 3, 4. Müssen wir mal den Magneten holen, weil irgendwie dieses durch die Luft schweben ist ein bisschen doof. Wenn er die Sachen aufnimmt, dann erkennt er das automatisch. Complete. Ein Unstable Induced Hammer und ein Diamond Shovel. Oh, die kann man auf jeden Fall gebrauchen. Nothing matters to you. Doesn't even matter. Get more matter. Wir brauchen Moon Dirt, Moon Rock und Moon Turf. Okay. Gehen wir erstmal wieder rein. Ist der Tank voll? Der ist voll. Voll, sehr schön.
Schmeißen mal ein bisschen weg. Haben wir immer noch nichts zu essen. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Und die heben wir uns auf, weil man weiß ja nie, ne? Und hier gab es einen Elektromagneten. Und nochmal so ein Questbook. Und noch ein Buch. Better Questing Starting Guide. Okay, das ist für die Mod, wenn man irgendwas ändern muss. So, oh, Wasser schon fast leer. Boah, Alter, ist aber. Müssen wir, glaube ich, anmachen, aber machen wir erst gleich, wenn wir irgendwo sind, wo die Sachen wegfliegen können, richtig. Ist auch kein Wasser mehr drin. Okay, boah. War jetzt aber viel, das waren 16 Eimer Wasser, die da drin sind. Okay. Aber finde ich ganz gut, dass wir hier die Sachen direkt bekommen haben. Braucht man nicht so viel selbst zu machen. Die Sachen brauchen wir nachher noch. Das ist Moon Turf. Moon Dirt. Moon Rock. Jetzt machen wir den mal an. Gehen wir noch eins runter. Ah ne, Quatsch. War blöd. Der hat eine kleine. Denkt daran, dass er ja immer den Widerstand bezahlt, den ihr abbrecht oder halt abbaut und nicht den Widerstand, der alles darstellt. Ja. Also wenn er jetzt hier abbaut, dann seid ihr schneller, als wenn er eine Ebene tiefer abbaut, wo dann halt ihr den Rock abbaut. So, Moon Rock, Moon Dirt, Moon Dirt, Moon Turf. Moon Dirt. Wie viel brauchen wir denn? Moon Dirt 64, Moon Rock 128, Moon Turf 64. Also Dirt haben wir, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Rock. Und Turf. Und ihr werdet es bestimmt schon erraten haben, das ist halt dafür da, um nachher unseren Sieve, also den, wie heißt es im Deutschen, diesen komischen, komme ich nicht mehr raus? Nein, wir kommen hier nicht mehr raus. Oh mein Gott. Gehen wir halt hier raus. Diesen, Sieber, den Zifter halt zu betreiben. Incomplete Moon Rock 128 Moon Turf 64. Och, zwei fehlen. Moon Turf haben wir aber genug. Also noch zwei Stück an Moon Rock. Denkt dran, arbeiten mit dem Hammer braucht Kondition. Jetzt können wir claimen, kriegen wir wieder 10 Snow. Und jetzt können wir Molten Stone machen. Und Time to Analyze That Matter. Gehen wir mal wieder rein. Ups. Glücklicherweise gibt es hier jetzt keine Mobs aktuell. Ist ja Sonnen. Scheint ja die Sonne. Ja. Und dann gehen wir mal hinten ja, das Wasser holen. Und dann haben wir schon drei. Wie viel Sauerstoff haben wir eigentlich hier noch drin? Der ist leer, weil es müsste hier reingegangen sein. Das ist auch leer.
Und hier, der ist aber voll. Das ist gut, dann brauchen wir da erstmal nichts zu machen. So. Gut. Wir könnten unten vielleicht mal Zombiefleisch aufsammeln. Haha, Zombiefleisch. Wenn wir dann Holz haben, können wir uns Drying Racks machen. Von Dinkers. Theoretisch. Und dann haben wir dann schon was zu essen. Ich muss auch vielleicht mal den Soundeinstellung ändern, weil der Laser ist recht laut. Aber der Rest ist recht leise. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, es ist Blocks. Das war's schon. Okay. Nicht so viel, aber immerhin. Hier runter. Und die Soundmal-Einstellungen. Machen wir mal Blocks auf 100. Auf 50. So, 4 Stück haben wir schon und wir brauchen 10. Oh Mann, das dauert. Dafür können wir aber nochmal 32 Oakwood und 10 Witch Spider Rose. Witch Spider Rose ist die bessere Version von dem Zeug. Hier können wir bestimmt Moon Dirt reinpacken. Und Moon Turf. Den Rock müssen wir bestimmt, wie sonst auch. Oder auch nicht. Genau, den haben wir ja auch so abgebaut. Können wir den auch da rein tun? Magma Crucible kriegen wir. Oh, können wir Lava raus? Okay. Aber man kann den direkt reinschmeißen. Okay. Nicht schlecht. Gut. Und wir müssten theoretisch auch das Buch wegtun können. Ja, ich habe es nämlich auf eine Taste gebunden, da kann man es direkt aufrufen. Also, Calling Timber, Molten Stone. Wir brauchen einen Crucible. Matter out of Lava und Wasser. Also mit Lava und Wasser kann man Sachen herstellen. Dafür braucht man diesen Crucible. Und man kann Bone Meal, also Knochenmehl und Clay bekommen, indem man sie in der. Indem man Matter analysiert in dem Sieve-Analyzing Chamber. Kammer hier. In dem Ding hier halt. Der ist schon durch. Ist auf jeden Fall auch flott. Meine, könnte man jetzt füttern, dann wäre er noch schneller, aber lassen wir mal. Ja, ich möchte den Pack hier eigentlich mal spielen. Ja. Der sieht meiner Meinung nach interessant aus, auch wenn es ein 1.7.10 ist. Puh. Und ist auf jeden Fall meiner Meinung nach interessant. Sieht auch ganz gut aus von den Quests her. Ich habe mir nicht angeguckt, was da alles drin ist, wie gesagt. Einmal von den Quests, beziehungsweise halt von den Mods. Und hab mir auch sonst nicht irgendwie 1000 YouTube-Videos angeguckt. Oder so. Sondern gehen wir mal rein, ganz unvoreingenommen. Immer noch das Open Reviews Buch dabei. Und schauen wir mal, wie das macht. Oh, jetzt haben wir 2 Saplings. Das ist gut. Da können wir zwei rein tun. Und dann, wie gesagt, dann schauen wir mal. Oh, sollten wir den mal ausmachen. Ich weiß nämlich noch gar nicht, wie ich den auffüllen kann. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir dann auch nicht. Brauchen wir nicht. Schnee brauchen wir nicht. String. Wir haben ein bisschen Clay. Aber wir haben kein Bone Meal. Und wir sollen halt ein Crucible machen.
Und der Crucible, den wir machen sollen, ist der hier von Exnado. Und dafür brauchen wir einen Quest Reward. Einmal Heat It Up, Item Reward, beziehungsweise halt Unfired Crucibles. Irgendwie bekommt man mit dem Zeug, bekommt man 7, wenn man den Philosopher's Stone benutzt von Project E. Oder mit Svelte. Ein Unfired Crucible. Und Unfired Crucible ist aus Porcelain Clay. Und Porcelain Clay ist Clay mit Bone Meal. Also brauchen wir insgesamt 8 Stück davon. Und wir brauchen einen Ofen. Weil wir haben keinen Ofen. Oh, jetzt haben wir schon 3. Lass mal durchlaufen. So, hier haben wir Uncompressed Coal. Den nehmen wir mal raus. Und Stone. Und noch mehr Stone. Können wir da mal Stein raus machen. Und wie sieht denn Stone aus? Ah, ein 4er-Rezept, okay. Haben wir 29 und die Kohle ist die auch im Vierer? Die ist ein 8er. Okay. Man lernt nie aus, ne? So, wir haben Kohle. Wir haben Kohle, wir haben Stein, Stone Toolbox, Torches. Quest complete. Time to analyze the matter. Oh, war eine Quest? Ah, hier vorne. Cobblestone, 60 Cobblestone. Ha, guck. Ha. Können wir 64 Cobblestone, 10 Schnee. Oder Keratin 10-mal. Das ist ein Choice Reward. Was ist denn Keratin? Und wofür brauchen wir das? Das ist von Mindchem. Das ist eine coole Sache, Mindchem. Kann ich nur jedem empfehlen, der Chemie macht. Das sollte einigermaßen stimmen, Keratin und die ganzen anderen Sachen. Questing Reward. Keratin. Und wo bekommt man es her? Wofür braucht man es? Um Keratin zu machen. Okay, gut. Um Threonin zu machen. Cystein und Prolin. Zusammen mit Zellulose bekomme ich ein Buch. Okay. Sehr viel. Mit Zellulose bekomme ich ein Bookshelf. Und ansonsten Leder. Ah, okay. Chemical Synthesizers Machine. Okay. Shapeless Graphene. Chemical Bucket Keratin. Okay. Leder, 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 Leder. Wo kommen denn sonst Leder her? Aus einer Scrapbox? Nein, danke. Aus einer Sawmill? Synthesizers. Mob Drops. Hat hier irgendjemand Kühe gesehen? Dann nehmen wir doch, glaube ich, das Keratin, damit wir wenigstens ein bisschen Zeug nachher bekommen. I call Timber. Ja, okay, gehen wir mal gucken. Halt, da, hier rum. Genau. Ich wollte mal ein bisschen ausleuchten. So, den wollte ich setzen. So, ein bisschen machen wir hier irgendwo. Da, da. Da. Einfach um, wie gesagt, Strom zu sparen. Wenn wir den Strom herstellen können, dann können wir dann auch hier. Guten Tag. Dann können wir dann auch ohne weiteres den Laser laufen lassen, die ganze Zeit.
Ne, weil, wie gesagt, ich möchte nicht hier runterkommen und dann auf einmal neben dem Creeper stehen. Okay, wir haben wir momentan nicht. Haben wir hinten noch was? Und damit ist die Folge auch schon zu Ende. Also momentan ist sie ja nicht so, sag mal, aufregend. Na? Aber es könnte ja noch kommen. Wir haben ja genug Mobs unter uns, wie man erkennen kann. Und mit dem. Schau's mal hin, nehmen wir mal auf. Tada! Getting wood! Feuerwerk! Hör mal auf in dieser Folge und ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Galactic Science 2. Bis dann, ciao!